Hallo zusammen und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Citizen und zu einer neuen Schiffsvorstellung. Ihr glaubt mir gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, das wieder sagen zu dürfen. Mich hat es ordentlich erwischt in den letzten 2 Wochen mit einer Erkältung und ich habe den Fehler gemacht und habe mich nicht ordentlich erholt, bin zu früh wieder rausgegangen, auf Arbeit gegangen und dadurch habe ich einen Rückfall bekommen, der wirklich nicht schön war. Und letzte Woche ging es mir zwar grundsätzlich wieder besser, aber meine Stimme war komplett weg und deswegen konnte ich unmöglich aufnehmen. Das ist super bescheiden gewesen, aber jetzt kann ich endlich wieder durchstarten mit allen möglichen Projekten, mit Star Citizen, mit Wizard, mit Pokémon. Ich freue mich riesig und wir fangen heute an mit etwas, was ich ja schon versprochen hatte zu machen, nachdem die IAE vorbei ist. Leider konnte ich jetzt nicht mehr die letzten Hallen der IAE sehen und ich konnte auch nicht mehr die... Was war denn das noch? Best in Show konnte ich glaube ich nicht zeigen, ne? Und was dann am Ende kam, habe ich leider auch selber nicht mehr mitbekommen. Das ist ein bisschen schade. Aber ich kann euch erstmal ganz kurz hier was zeigen. Ich habe nämlich eine neue Rüstung. Und ich finde die richtig cool. Die ist, ja, aus dem Store. Aber ich war so ein Riesenfan von diesem Farbschema, dass ich nicht anders konnte und mir das hier alles besorgt habe. Wir haben jetzt ein komplett schwarz-rotes Thema hier mit dazugehörigen Waffen. Und einem dazugehörigen Multitool, das finde ich schon wirklich sehr, sehr geil. Und es passt auch zu dem Schiff, was wir heute vorstellen werden. Oder was ich heute vorstellen werde. Denn das Schiff hat eine Lackierung in genau denselben Farben. Deswegen finde ich das so unglaublich cool. Und wir machen heute eine Schiffsvorstellung zu der Drake Corsair. Ein neues Schiff, was ja erst mit der IAE vor kurzem erschienen ist. Und ich habe tatsächlich den wahnsinnigen Move gemacht und habe mir dieses Schiff geplätscht. Das heißt, ich habe es jetzt für immer. Ich habe es jetzt, ja, ne? Auch nach der IAE noch. Und das war wirklich eine Rieseninvestition. Aber mich hat dieses Schiff so vom Hocker gehauen, als ich es gesehen habe. Deswegen habe ich das Geld dafür mal ausgegeben. Und heute werde ich euch mal zeigen, was das Ding so drauf hat. Wir befinden uns übrigens hier bei Port Olisar. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht großartig im Let's Play. Das ist halt die Raumstation, die über dem Gasriesen Crusader schwebt. Den Gasriesen werden wir auch gleich sehen. Und ich kann die Konsole nicht benutzen. Das geht ja gut los. Haben wir jetzt 30k hier oder was? Ja, wir haben einen 30k-Error, Freunde, wie es aussieht. Gut, dann mache ich jetzt mal ganz kurz einen Cut. Es geht schon mal gut los, aber ja... Warum sollte auch irgendwas nach Plan laufen? Da ist er auch schon und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut Leute, da sind wir wieder. Wenigstens hat das Ganze einen Vorteil. Ich bin nämlich jetzt wieder voll geheilt von Trinken und Nahrung generell. Also da ist wieder alles auf 100%. Wenigstens etwas. Den Chat machen wir natürlich aus. Genau, wo war ich stehen geblieben? Stimmt, wir werden jetzt hier die Corsair vorstellen. Ist so ein bisschen das neuere Äquivalent zur Constellation, was Bewaffnung und so angeht und generell die Rolle des Schiffs. Es ist halt ein, ja, wie soll man das sagen? Es ist eigentlich ein Schiff für so ziemlich alles, würde ich mal behaupten. Du kannst damit wirklich einen Haufen Zeug machen. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal hier auf der Bewaffnungsseite an und Systemseite. Es ist aber hier irgendwie nicht anwählbar. Das ist ja schon mal super. Ich bin vorhin mit dem Schiff hier gelandet, also müsste es eigentlich hier irgendwo sein. Aber irgendwie ist es... Hä? Es ist auch da. Übrigens, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie eine zweite Corsair. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber ich hab sie. Ich retrieve die mal und dann bringe ich sie wieder zurück. Das wäre ja sehr seltsam. Wenn das nicht geht, ja, dann muss ich kurz überlegen, was ich mache, weil ich habe die Systemkomponenten gerade nicht im Kopf. Deswegen wäre es schon schön, wenn das jetzt hier mal funktionieren würde. Ach ja,
Star Citizen ist heute wieder verbuggt wie sonst was, aber da ist das Schiff endlich. Jetzt muss es nur noch reinladen. Da ist es. Wir sehen es so ein bisschen. Also, hier haben wir die, upsala, die Corsair von Drake Interplanetary. Zuerst gehen wir zu den Schiffssystemen. Wir haben zwei Size 2 Cooler, zwei Size 2 Power Plants, einen Size 2 Quantum Drive und einen Size 3 Schildgenerator. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das stimmt mit der Besetzung von der Constellation überein. Ich glaube, die hat genau dieselben Systeme drin. Ich weiß es aber gerade nicht. Es kann sein, dass die einen Schildgenerator mehr drin hat. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Weil einer ist eigentlich schon wenig, eigentlich. Trotzdem sind die Schilde komplett um das Schiff drum bei der Corsair. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie nur vorne und hinten ein Schild hat oder so. Also, ne? Genau, dann habe ich hier noch einen besonderen Paint dran, damit der eben mit meiner Rüstung schön zusammenpasst. Das sehen wir dann gleich, wenn wir draußen sind. Und jetzt kommen wir zu den Waffen und das ist eben ein Punkt an dem Schiff, der wirklich krass ist, finde ich persönlich. Und der auch nochmal ein bisschen stärker ist als bei der Constellation. Wir haben hier erstmal 8 Size 3 Missiles. Ist ganz nett, aber jetzt auch nichts so krasses. Also für ein Schiff von dieser Größe ist es jetzt auch nicht so viel. Also die Constellation hat deutlich mehr Missiles. Die hat zwar bloß Size 1 und Size 2, wenn mich nicht alles täuscht, aber trotzdem sind es deutlich mehr bei der Constellation. Hier sind es halt nur 8 Size 3 Missiles. Kann man benutzen, aber viel wird man damit jetzt auch nicht machen können. Und jetzt kommen wir zu den absolut gestörten Waffen. Wir haben zwei Size 2 Waffen, die hier an so einem Remote Turret befestigt sind. Nee, ich erzähle schon wieder Müll. Gott, ey. Blöp. Nochmal von vorne. Oh Mann, ey. Wir haben erstmal 4 Size 5 Waffen. Richtig? Ja. Wir haben 4 Size 5 Waffen vorne am Schiff dran, was absolut krass ist. In meinem Fall habe ich da jetzt da überall Gimbals dran und eben 4 Size 4 Waffen, was schon wirklich heftig ist. Das ist wirklich genauso wie die Constellation. Also die Constellation hat auch 4 Size 5 Waffen, die du gimbeln kannst. Dann hast du eben 4 Size 4 Waffen. Und hier hat die Corsair genau das gleiche, nur dass sie noch einen ganz großen wichtigen Zusatz hat. Denn sie hat zusätzlich zu diesen 4 Size 5 Waffen auch noch 2 Size 4 Waffen. In meinem Fall jetzt 2 gegimbelte Penta-Repeater, also 2 gegimbelte Size 3 Waffen. Das heißt insgesamt, wenn ihr das ganze Zeug gimbelt, habt ihr 4 Size 4 Waffen und 2 Size 3 Waffen. Oder eben, wenn ihr es nicht gimbeln wollt, was ich jetzt nicht so weiß, wie sich das Schiff dann noch steuern lässt, aber wenn ihr es nicht gimbeln wollt, könnt ihr theoretisch 4 Size 5 Waffen und 2 Size 4 Waffen da an dem Ding anbringen. Und das ist wirklich sehr, sehr heftig. Also wenn du damit anfängst, richtig abzufeuern, dann kriegst du schon einiges an Schaden rausgehauen. Ansonsten hat die Gute auch noch 2 Turrets mit jeweils 2 Size 2 Waffen dran. Und ein Remote Turret hat sie auch noch. Das lässt sich vom Co-Pilotensitz, glaube ich, bedienen. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Und das war's mit den Komponenten. Also wirklich waffentechnisch ein absolutes Monster. Also es ist wirklich krass. Damit kann man schon reinhauen. Ganz kurz noch zur Kampfperformance von dem Schiff. Ich habe mit dem Ding natürlich auch ein bisschen Bounty Hunting gemacht. Und ich muss sagen, es teilt wirklich sehr guten Schaden aus, aber man muss ein bisschen aufpassen, weil das Schiff aus meiner Erfahrung sehr, ja, sehr fragil ist. Also es geht schnell kaputt. Die Flügel von dem Ding brechen relativ schnell ab und die Schilde sind jetzt auch nicht so unglaublich widerstandsfähig. Also so viel hält das Ding nicht aus, aber es ist halt offensiv wirklich sehr, sehr gut. Und hier steht das Schiff. Wir haben heute ein bisschen ein paar Lecks. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber Fakt ist, wir haben sie. Ist natürlich doof, dass wir jetzt nicht so viel sehen, weil es hier so dunkel ist. Aber wir haben ja eine Taschenlampe. Hier haben wir die Corsair.
Fangen wir mal vorne an. Hier sind die beiden Cockpits sozusagen. Das hier unten ist das Cockpit für den Co-Pilot. Und hier oben haben wir dann das vom Piloten. Das hat bei mir so eine schöne rote Scheibe, weil das bei der Lackierung dabei ist. Normalerweise ist das Schiff in so einem Gelbton gehalten. Also das, was jetzt hier rot ist, ist normalerweise gelb, so ungefähr. Und da ist auch die Scheibe dann hier gelb. Und hier vorne haben wir direkt die Size 4 Waffen dran. Richtig krass, das sieht auch total heftig aus hier. Schöne Rhino Repeater, die ich mir hier rangesteckt habe. Also das ist schon wirklich cool. Dann haben wir an der Seite des Schiffs hier jeweils die beiden Turrets, die man auch bemannen kann. Die beiden Geschütztürme mit den Size 2 Waffen dran. Und hier oben, das sieht man gerade nicht, ich glaube da oben müsste dann der Remote Turret dran sein. Hier haben wir eine Luftschleuse, die werden wir gleich von innen nochmal uns angucken. Und dann haben wir hier den massiven Flügel des Schiffs, der wird sich dann auch noch ausklappen. Das können wir uns dann angucken. Und hier sind auch die 8 Missiles dran. Dann haben wir hier die Engines, wirklich große Engines. Und die sehen auch sehr schön aus, weil die in einem tollen Rot dann hier gleich erstrahlen. Das werden wir uns gleich noch angucken. Und hier drüben haben wir noch zwei kleinere Flügel, die dann auch so ein bisschen Y-förmig hier sich ausklappen. Und hier sind dann noch die beiden Size 3 Waffen dran, wenn sie gegimbelt sind, ansonsten Size 4. Und das war's von außen. Ich finde es übrigens schön, wenn man bei dem Schiff hier das, das Fahrwerk ausfährt, dann hat man hier so ein schönes, ja wie so eine Art, wie so ein Licht, was hier angeht, noch unter dem Schiff. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und das Schiff sitzt auch sehr niedrig auf. Also viel Platz ist da nicht vom Schiff bis zum Boden, aber mir gefällt das sehr. Es ist halt bloß ein bisschen knifflig, wenn man wirklich auf so ein bisschen hügeligen Gelände landen möchte. Dann, naja, hat man da nicht so viel Spielraum. Wir haben zwei Möglichkeiten, in das Schiff reinzukommen. Wir haben erstmal hier hinten die Garage. Die können wir hier drüben einmal aufmachen. Mit einem sehr geilen Geräusch, wie ich persönlich finde. Und dann geht hier die Garage auf. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, das ist aber ein generelles Problem, dass die Lackierung, die man außen dran macht an das Schiff, sich innen nicht wiederfindet. Das heißt, innen sieht das Schiff noch genauso aus, wie es normalerweise aussieht. Und das heißt natürlich, dass das Schiff jetzt außen bei mir rot-schwarz ist und innen aber immer noch gelb ist. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Es wäre schön, wenn die Lackierung auch innen zu sehen wäre. Und die andere Möglichkeit, ins Schiff reinzukommen, haben wir hier drüben. Wir haben nämlich auch noch einen Fahrstuhl. Das ist ganz praktisch, wenn man mal ein bisschen schneller zum Cockpit gehen möchte, also ein bisschen schneller zur Brücke möchte, ohne hier... Was zur Hölle? Ohne hier erst durchs ganze Schiff laufen zu müssen. Und dann kann man eben hier den Fahrstuhl rausfahren lassen. Der ist auch auf eine besondere Weise ausgestattet, dass... Zeige ich euch aber gleich. Wir gehen jetzt mal hinten rein, denn da können wir das Schiff uns komplett einmal angucken. Ab durch die Hangar-Garagentüre. Und wir haben auch ein kleines Feature. Wir könnten hier Flutlichter anmachen. Bumm. Dann gehen hier diese beiden großen Lampen an und leuchten uns hier hinten so ein bisschen den Zugang zur Garage noch ein bisschen zusätzlich aus. Das ist sehr, sehr schön, wenn man mal irgendwo ist, wo es dunkel ist und man möchte halt dann hier irgendwie reinfahren, kann man das benutzen. Gut, machen wir die wieder aus und machen auch den Hangar mal wieder zu. Sehr schön. Und dann machen wir hier mal das Licht an. So sieht die Garage aus. Die ist auch relativ groß, also hier passt schon ein bisschen was rein. Auf jeden Fall. Generell, das ist ja schön wieder das Drake-Design, was man ja kennt. Also alles so ein bisschen... industriell gehalten, es ist nicht so verkleidet alles, man sieht hier die Rohre und die Lüftung und so, aber mir gefällt das eigentlich an dem Schiff sehr. Ja, hier haben wir unseren grünen Schildgenerator, das sieht sehr interessant aus. Gut, dann können wir von der Garage hier durch die Tür einmal weitergehen und dann muss ich hier mal kurz den Lichtschalter finden, hier unten ist er. Bumm, und jetzt guckt euch mal bitte das hier an. Hier in diesem mittleren Systemraum hat man so ein blaues Licht, was hier unten
rauskommt. Wahrscheinlich kommt das vom Quantumantrieb oder so. Weil die sind ja meistens so blau. Das sieht wirklich unfassbar cool aus. Und das ist eben hier wirklich das komplette, ja, Systemdepartment. Also hier sind die ganzen Schiffskomponenten auf der einen Seite drin und hier geht es dann eben weiter raus. Übrigens, hier auf der Seite sind keine Komponenten, hier ist nochmal eine Tür. Und das ist eben auch besonders an dem Schiff, es ist asymmetrisch. Wir haben auf der einen Seite hier nichts und auf der Seite geht es aber noch ein bisschen weiter raus. Das sieht man auch im Schiffsprofil, dass hier noch so ein kleiner Raum dranhängt. Und dann haben wir hier die Luftschleuse. Machen wir einmal das Licht auch hier an. Da ist gerade der Fahrstuhl wieder hochgefahren. Der kommt nämlich nach einer Zeit. Der kommt nämlich nach einer Zeit wieder hoch, wenn man den nicht benutzt. Ich habe bloß gerade mal kurz geguckt, dass hier kein Spieler reingegangen ist. Das wäre ein bisschen schlecht gewesen. Ja, hier haben wir die Luftschleuse und so eine Art kleinen Zwischenraum, den man benutzen kann, um sich hier so ein bisschen auszustatten, vielleicht sich eine Rüstung noch anzulegen. Und dann hat man hier eben die Schleuse, die man hier nochmal aufmachen kann. Und dann hat man hier den Hebel und damit kann man dann hier rausgehen oder halt irgendwo andocken, falls das dann mal irgendwann geht. Finde ich sehr praktisch. Und dann gehen wir mal weiter. Dann kommen wir jetzt nämlich in den Messebereich. Also hier hast du so einen Meetingraum für die Crew mit einer kleinen Küche, mit einem schönen Tisch, wo man sich hinsetzen kann und mit den ganzen Crew-Quartieren. Kann man aufmachen, die sehen alle gleich aus. Ist ein Bett drin, ein Schrank und ein System Access und das war's. Also jetzt nichts besonders Luxuriöses, aber das hat auch bei Drake eigentlich niemand erwartet, denke ich mal. Aber man kann drin schlafen, ne? Und hier haben wir dann noch ein Badezimmer. Was jetzt auch, hallo? Die Tür geht nicht auf. Wenn ich jetzt schon wieder einen 30K-Error habe, dann kriege ich einen Anfall. Und tatsächlich haben wir schon wieder einen 30K-Error. Leute, es ist wirklich nicht zu fassen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal wieder aus dem Spiel mich ausgeloggt habe und mich komplett wieder eingeloggt habe. Und dann gucken wir uns auch noch das restliche Schiff an. Mit. Oh Gott, ey, das ist so dumm. Bis gleich, Leute. So, da bin ich mal wieder und stehe auch wieder vor unserer Toilette, vor unserem Badezimmer und jetzt geht auch die Tür auf. Genau. Oh Gott, das sieht ja richtig staubig aus hier drin. Machen wir mal das Licht an. Ja, so sieht es hier drin aus. Das ist das Badezimmer mit, ja, das ist die Dusche. Und mit Toilette, die man hier einmal ausklappen kann. Alles in einem und alles relativ simpel. Aber, ne, es reicht aus. Irgendwie wäre nur ein Spiegel hier ganz schön. Oder ist das hier unten einer? Weiß ich nicht so ganz, aber irgendwie würde mir das ein bisschen fehlen. Naja, auf jeden Fall tropft hier sogar der Wasserhahn, also das ist wirklich. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier vorne geht es einmal zur Brücke. Da hat man einmal diesen kleinen Zwischenraum hier mit den beiden Turrets, wo man hier einmal reingehen kann und dann. Oh Gott, ey, warum leckt denn das hier heute so? Ich weiß generell nicht, heute ist irgendwas mit dem Spiel los. Wir haben einen Haufen 30K-Fehler, wir haben Lags, wir haben Bugs, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich will, glaube ich, nur schnell dieses Video hinter mich bringen und dann gehe ich ganz schnell aus dem Spiel wieder raus, bevor hier irgendwas passiert. Ja, hier ist die Brücke mit einem Captain's Quarter. Also hier haben wir nochmal einen Raum extra für den Kapitän des Schiffs. Sieht aber genauso aus wie die Crewräume. Also ein Bett, ein Schrank und sonst nichts. Aber ist ganz cool, dass man hier nochmal so einen separaten Raum für den Captain hat. Dann ist der wenigstens sehr schnell bei der Brücke. Gut, dann haben wir hier die beiden Sitze. Wir haben hier hinten den Co-Pilotensitz. Den können wir uns auch mal angucken, denn der ist ganz cool. Wenn wir hier nämlich reingehen, fahren wir einmal nach unten und sind dann hier in diesem unteren Bereich der Brücke. Und dann fahren wir auch mal wieder hoch. Und wie gesagt, der Co-Pilot hat die Möglichkeit, diesen einen Remote-Turret zu bedienen mit den beiden Size zwei Waffen. Auf dem Pilotensitz setzen wir uns gleich. Erstmal zeige ich euch noch den Fahrstuhl. Der ist nämlich hier im Crewraum direkt hier gegenüber von den Quartieren. Das ist dieses große Tor.
Und mit dem Knopf hier können wir den einmal aufmachen. Und das ist jetzt sehr interessant gemacht. Wenn wir hier reingehen, haben wir hier keine Knöpfe oder irgendeine Schaltfläche, sondern wir haben Hebel. Wir haben hier drei Hebel und die können wir benutzen, um hier zu verschiedenen Positionen zu fahren. Der ganz rechte Hebel, also der rote, bringt uns einmal nach unten. Und warum wird jetzt hier schon wieder irgendjemand abgeknallt? Was zur... Ey Leute, wirklich, ich fasse es nicht. Irgendwas ist hier heute los. Ja, sehr schön. Wir wurden gerade von der Station wegteleportiert. Und jetzt muss ich manuell wieder zur Corsair hinfliegen. Okay, also irgendwas ist hier heute, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das soll. Weißt du, dann nehme ich wieder, das ist schon wieder so typisch, dann nehme ich mein allererstes Video auf, nachdem ich lange Zeit nichts mehr aufgenommen habe und da passiert hier so eine Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will nur eine Schiffsvorstellung von vielleicht 30 Minuten aufnehmen und ich kriege es nicht hin, weil ich ständig von irgendwelchen Sachen unterbrochen werde. Erst werde ich ausgeloggt, dann werde ich nochmal ausgeloggt, jetzt werde ich plötzlich wegteleportiert. Da fehlt es bloß noch, dass jetzt gleich irgendwer in mein Schiff reinfliegt und das Ding explodiert. Ich überlege gerade, ob ich einen Cut dafür machen soll, weil so lange fliegen wir jetzt auch nicht mehr hin. Ne, komm, ich lasse es bleiben. Ich mache jetzt einfach keinen Cut und wir fliegen jetzt zusammen diesen unglaublich spannenden Weg zur Corsair. Es ist wirklich unfassbar. Aber ich kann ja schon mal mein Fazit zum Schiff abgeben, dann mache ich das eben jetzt schon. Ich finde das Schiff einfach nur mega, ist klar, sonst hätte ich es mir auch nicht gekauft. Und ich finde es schön, es ist wirklich wie so ein kleines Zuhause für mich. Mitten im All, also du hast wirklich alles, was dein Herz begehrt, hast du auf dem Schiff. Du hast eine gute Bewaffnung, du hast gute Schilde, du hast einen guten Quantumantrieb. Du hast ein Schiff, was sehr geil aussieht, was sich auch dann im Flug noch so ein bisschen transformieren kann. Das werden wir ja gleich uns mal angucken. Du hast hinten eine Garage, wo auch was reinpasst, mit relativ viel Platz eigentlich. Und du hast die Möglichkeit eben nicht nur hinten zum Schiff reinzugehen, sondern auch vorne. Und das finde ich so wichtig, weil nichts nervt mich mehr als solche richtig großen Schiffe, wo du dann von hinten reingehen musst und dann läufst du erstmal ewig, bis du irgendwo angekommen bist. Das ist hier bei der Corsair zum Glück nicht der Fall. Und man hat viele Möglichkeiten, zum Schiff reinzugehen. Also wenn man auch jetzt irgendwo im All rumschwebt. Junge, was machst du da? Ich sag's euch, meine Vorhersage wird gleich noch wahr. Gleich fliegt er in die Corsair rein und dann ist hier Schluss. Verschwinde, los, mach dich vom Acker. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Achso, der landet gerade. Na gut. Gut, haben wir es geschafft. Sind wir wieder gelandet. Oh, das sieht aber cool aus. Was ist denn das überhaupt? Ist das eine Hornet? Ich glaube schon. Naja, wir sind wieder angekommen auf jeden Fall. Und dann gehen wir eben jetzt hier vorne durch den Fahrstuhl rein. Genau. Der kommt jetzt hier runter und dann... Meine Güte, ich habe wirklich Angst vor dem Ding. Und dann haben wir hier diese drei Hebel. Der rechte Hebel, also der rote, bringt uns ganz nach unten, aber da sind wir ja gerade schon. Der mittlere Hebel bringt uns in die Messehalle, also wo wir gerade auch eigentlich eingestiegen sind. Dann geht hier das Tor auf und dann sind wir wieder hier, wo wir gerade schon waren. Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Der linke Hebel bringt uns nach oben. Wir können nämlich hier auf dem Schiff rumlaufen. Das ist auch sehr, sehr cool, wenn man mal irgendwie im... Oh. Oh. Wenn man mal irgendwie im Raum gerade ist und man muss von oben irgendwie ins Schiff rein, kann man das hier rüber machen. Wir können auch mal gucken, ob wir uns den Turret hier angucken können. Genau. Das hier hinten... Gott, Entschuldigung. Das hier hinten ist der Turret, den der Co-Pilot bedienen kann, dieser Remote Turret. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz schnell wieder rein, bevor... hier noch irgendwas passiert. Ich hoffe, ich komme jetzt auch rein. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, das hat sehr souverän geklappt. Der Fahrstuhl ist nämlich der einzige Ort, wo man hier noch Gravitation hat. Und sobald man dann den Fahrstuhlbereich verlässt, schwebt man.
praktisch ohne Gravitation. Gut, dann gehen wir wieder runter, rein ins Schiff und fliegen jetzt noch schnell los, bevor ich noch einen 30K-Fehler kriege. So, rein da, auf zur Brücke und dann mal rein in den Sitz. So. Unser ganzes Interface ist natürlich grün, wie man es von Drake kennt. Und jetzt mache ich mal das Schiff an und dann hört mal bitte auf die Stimme. Ich finde die Stimme mega cool, die ist wirklich... Ich habe das gar nicht erwartet von Drake. Ich dachte, Drake hätte eher so eine etwas rauere Stimme, irgendwie so ein bisschen industriell gehalten. Aber nein, Drake hat eine sehr, sehr freundliche Stimme. Die gute Dame klingt sehr, sehr nett und da fühlt man sich fast schon zu Hause, wenn man das Schiff anmacht. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch irgendwie Komplikationen kriegen, fliegen wir mal los. Hier haben wir die Engines jetzt auch mal angeschaltet und ich finde, die sehen einfach nur mega aus mit diesem Orange-Rot. Das passt richtig zum Rest des Schiffs. Vor allem, wenn das Schiff die rote Lackierung drin hat. Ich finde, das sieht einfach nur hammermäßig aus. Okay, fliegen wir mal los. Ab nach oben und dann klappen wir mal das Fahrwerk ein. Dann gehen auch die Lampen hier unten aus. Und wir fliegen mal nach vorne. Zack. Und hier seht ihr das Schiff nochmal komplett von außen. Ich finde es einfach nur bombastisch vom Design her. Und jetzt machen wir noch was ganz Besonderes. Wir klappen jetzt die Flügel gleich aus. Aber erstmal zeige ich euch noch was. Wir haben nämlich einen VTOL-Modus. Und zwar können wir diese seitlichen Triebwerke hier nach unten fahren. Das kann man benutzen, wenn man mal irgendwo landen möchte oder sich in der Atmosphäre ein bisschen besser manövrieren möchte. Dann kann man das hier machen, indem man einmal K drückt und dann gehen die hier so nach unten. Und wir können das auch jetzt wieder hier normal machen und dann haben wir wieder vollen Schub nach vorne. Und jetzt, wenn wir jetzt Alt-K drücken, dann klappen sich hier die Flügel aus. Bäm. Sehr, sehr cool. Wir haben hier diesen riesen Flügel auf der einen Seite und die zwei kleineren, wo auch die Waffen dran sind, auf der anderen Seite. Und wenn wir das Schiff von oben uns angucken, dann sehen wir auch diese Asymmetrie, die ich meine. Also wir sehen dort rechts am Schiff, dort wo die Luftschleuse ist, dass das auch so ein bisschen rausgeht. Ich feiere dieses Design richtig. Es sieht absolut krass aus. Und wenn man mit dem Schiff hier rumfliegt, das ist schon ein cooles Gefühl, finde ich. Wir können uns noch die Sounds der Triebwerke anhören. So sieht es übrigens aus, wenn man dann hier wirklich mal abbremst. Das machen wir jetzt auch mal hier. So, voller Schub und dann hören wir uns mal die Triebwerke an. Und nochmal ein bisschen mit Afterburner. Sehr, sehr geil. Klingt auf jeden Fall cool. Maximal erreicht das Ding eine Geschwindigkeit von ungefähr 950 Meter pro Sekunde. Und wir sind hier schon im Gravitationsbereich von dem Gasriesen drin. Wir können mal ein bisschen abbremsen und dann noch einmal schießen. Hier sind die insgesamt 6 Waffen, die wir hier drin haben. Ihr seht das hier, ich kann leider nicht weiter rauszoomen, das geht nicht. Ihr seht das hier vorne, die 4 Size 4 Waffen, weil sie gegimbelt sind jetzt in meinem Fall. Und an der Seite, wo der Flügel ist, die beiden Size 3 Waffen. Also das ist eine hammermäßige Bewaffnung. Sehr, sehr cool. Macht übelst viel Schaden, wenn man das hier richtig einsetzt. Und das mit den Gimbals feiere ich natürlich auch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Corsair. Sagt mir unbedingt, was ihr von dem Schiff haltet, weil ich feiere es richtig. Es ist eigentlich fast mein Lieblingsschiff mittlerweile und ich habe es ja jetzt auch geplätscht. Deswegen werde ich noch sehr viel Zeit mit dem Teil hier verbringen und ich freue mich auf weitere Abenteuer mit diesem Schiff. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob man es im Moment kaufen kann. Ob man es ingame kaufen kann. Ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall wird es aber hoffentlich dann mal später irgendwann, wenn man es gerade nicht kaufen kann, wird es bestimmt später noch reinkommen bei Lorville oder Area 18. Zumindest hoffe ich das.
Aber es wäre dumm, wenn nicht. Gut, Leute. Damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen nach meiner langen Abwesenheit. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start, wenn ich jetzt wieder hier aktiv hochladen kann. Und dann sehen wir uns demnächst vielleicht mit einer weiteren Schiffsvorstellung wieder oder mit Jockel zusammen. Das ist noch nicht geplant, aber das werden wir dann sehen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.